Wien, einst das Zentrum des Schienenverkehrs im Habsburger Reich. Der moderne Hauptbahnhof. Hier treffen sich heute die Magistralen. Darunter eine, die nie eine geworden ist. Ein kleiner Triebwagen aus den 80er Jahren. Hier im neuen Hauptbahnhof wirkt er fast wie ein Fremdkörper. Er fährt nach Traiskirchen und dann Richtung Wiener Neustadt auf der Aspangbahn. Railjets wird man auf der Aspangbahn vergeblich suchen, obwohl sie eigentlich eine weitere große Transversale über die Alpen werden sollte. Nicht Venezia, sondern Thessaloniki sollte ihr Ziel sein. Damals im 19. Jahrhundert. Auch wenn es mit der Magistrale nicht geklappt hat, Karl Zöchmeister, Manager bei den österreichischen Bundesbahnen, sieht in der Nebenbahn großes Potenzial. Also die Aspangbahn hat definitiv Zukunft, nachdem die Strecke ja im sogenannten Speckgürtel im Süden Wiens liegt. Zwar immer eine klassische Nahverkehrsstrecke, auch wenn sie Bestandteil der Wien-Thessaloniki-Bahn war, also Nahverkehrsstrecke, und als solche hat sie sicherlich Zukunft. Denn der Verkehr wächst und jede Strecke, die es rund um Wien gibt, wird gebraucht. Von Wien Hauptbahnhof führt die Strecke ins kleine Traiskirchen und weiter nach Wiener Neustadt. Von dort geht es nach Aspang, der Ort, der der Strecke den Namen gab. Mit häufigerem Umsteigen wäre irgendwie sogar Thessaloniki zu erreichen. Früher hatte die Aspangbahn einen eigenen Bahnhof in Wien. Damals wurde noch in Dimensionen einer Magistrale gedacht. Doch wie heute verkehrten schon damals nur Nahverkehrszüge. Den Investoren war das Geld ausgegangen. Aber als Strecke in Ausflugsregionen wurde sie durchaus erfolgreich. Die Wiener reisten gern ins 85 Kilometer entfernte Aspang, in die sogenannte Bucklige Welt, also den östlichen Ausläufern der Alpen. Heute führt die Strecke entlang des neuen Wiener Rangierbahnhofs. Der Rangierbahnhof wurde erst in den 80er Jahren fertiggestellt. Bevor er gebaut wurde, verlief die Strecke der Aspangbahn noch völlig anders. Der ganze Bahnbetrieb in und um Wien hat sich in den letzten Jahrzehnten durch die neuen Bahnhöfe verändert. Einst hatte die Aspangbahn einen Bahnhof am Zentralfriedhof. Seine Kirche ist in der Ferne zu sehen. Hier zweigt sie ab, die Aspangbahn, und führt in eine ganz andere Eisenbahnwelt. Ganz in der Nähe der Gleise verläuft der Wiener Neustädter Kanal. Er ist sozusagen der Vorläufer der Aspangbahn. Im 18. Jahrhundert wurde er geplant, und zwar nicht minder großspurig wie die Bahnlinie. Auch die schmale Wasserstraße sollte die Alpen überwinden.
Gekommen ist sie allerdings nur bis Wiener Neustadt. Aber was macht die Aspangbahn so besonders? Im Bahnhof von Traiskirchen wird es deutlich. Danke. Mohammed Galay ist Fahrdienstleiter und Traiskirchen der Mittelpunkt der inneren Aspangbahn. Und der Betrieb verläuft noch fast wie zu Kaisers Zeiten. Der Zug aus Wien wird erwartet. Während der Zug aus der Metropole einfährt, wartet der aus Wiener Neustadt bereits. Sie begegnen sich hier und fahren jeweils wieder zurück. Aus betrieblichen Gründen fahren nicht alle Züge die ganze Strecke durch. Zustimmung zur Abfahrt für 7473 interessiert mich da also. Die Schranke wird wieder heruntergekurbelt, damit der Triebwagen gen Wien fahren kann. Einmal in der Stunde ist Hochbetrieb. Ich kannte die Strecke auch davor nicht. Es war mir auch sehr fremd. Aber als ich hierher gekommen bin, habe ich mir gedacht, wow, sowas gibt es auch noch in Österreich. Das hätte ich nicht erwartet. Und für mich ist es eigentlich nur so eine Art Zeitreise. Genauso haben sie früher gearbeitet, aber man kann trotzdem sagen, dass ziemlich sicher hier ist, mit solchen Methoden zu arbeiten. Und ja, es ist wunderschön auch hier. Ich meine, die Landschaft da draußen ist auch wunderschön. Wunderschön, nicht nur die Landschaft. Ein künstlicher Kalvarienberg, direkt neben der Wallfahrtskirche in Maria Lanzendorf. Ein Kreuzweg, nicht nur außen. Die Passion Christi wird auch im Inneren des Berges dargestellt. Einen eigens gebauten Kalvarienberg wie diesen gibt es sonst kaum. Reich ausgestattet ist auch die Wallfahrtskirche. Die kaiserliche Familie residierte im nahen Laxenburg. Sie hatte eine eigene Loge. Die Landschaft südlich von Wien ist von Reben und Feldern bestimmt. Mitten darin verläuft die Aspangbahn. Im Speckgürtel von Wien gibt es natürlich auch viele neue Gewerbeflächen. Doch manche Orte scheinen wie aus der Zeit gefallen.
Einer davon ist Laxenburg. Eigentlich ein Residenzschloss mit ein paar darum gruppierten Häusern. Damit der Kaiser standesgemäß anreisen konnte, wurde eine eigene Strecke und ein entsprechend herrschaftlicher Bahnhof gebaut. Der Kaiserbahnhof ist der älteste erhaltene Biedermeierbahnhof in Österreich. Die Dachkonstruktion ist noch original erhalten, sonst erinnert ihnen nur noch wenig an die Eisenbahn. Bereits in den 30er Jahren wurde die Strecke stillgelegt. Der Bahnhof diente als Lager, Reit- und Tennishalle, dann als Restaurant. Dem Bahnverkehr von einst widmet sich auch das Lokteam im wenige Kilometer entfernten Trumau. Ihren Schatz hüten sie in einem Schuppen, der gerade mal den nötigen Platz für ihn hat. Für den Schornstein gibt es sein eigenes Türchen. Eine Köf steht bereit, um den ganzen Stolz des Vereins ans Tageslicht zu holen. Gelegen ist der Schuppen direkt an der Aspangbahn. Und da kommt sie hervor, die 52-49-84. Die ehemalige Kriegslokomotive wird liebevoll gepflegt und ist betriebsfähig. Doch bei allem Enthusiasmus, die Instandhaltung der Lok ist aufwendig. Die Lokomotive ist vollwertig instand gesetzt, auch nach den heutigen und nach den letzten Bestimmungen, die in den letzten halben, dreiviertel Jahren rausgekommen sind. Und das riesengroße Problem, 2019 sind wir gefahren, das war der letzte Zug, war Hartberg am Weihnachtsmarkt. Und von dort an haben wir dann die riesengroße Pandemie gehabt. Und die verfolgt uns leider Gottes jetzt seit 2,5 Jahren. Und das Geschäft ist natürlich vollständig eingebrochen, weil wir ganz einfach keine Einnahmen haben. Und rein nur von den Mitgliedsbeiträgen kann man sich nur nach den Strecken, wo es gerade da ist. Der Begeisterung tut das allerdings keinen Abbruch. Und der Verein hat etwas, das manch anderen fehlt. Junge, engagierte Mitglieder. Meine Karriere hat sozusagen am Dachboden mit H0 begonnen. Diese Faszination hat sich immer weiterentwickelt. Irgendwann bin ich auf die Modelleisenbahn 45 mm LGB gekommen. Dort war auch schon die Faszination der Echtdampfmodelle. In weiterer Folge bin ich über eine Modellbahnausstellung zu einem Tag gekommen, wo wir hier am Gelände einen Fahrtag hatten. Im Endeffekt bin ich damals hierher gekommen und bin geblieben. Machst du beruflich auch was in der Richtung? Ich bin beruflich Mechaniker bei der Wiener Linien, Straßenbahn in der Werkstätte. Das heißt, im Prinzip ist Beruf und Hobby ganz nah beieinander? Im Gegenteil, es ist dieser absolute Kontrast. Bei der Straßenbahn haben wir hochmoderne Fahrzeuge, elektronisch mit Motoren, Drehstrommotoren, hochmoderne Antriebskonzepte und hier ist die geballte Mechanik. Was macht mehr Spaß? Es hat beides seine Faszination. Im Endeffekt ist das hier etwas, was in 100 Jahren noch immer funktionieren wird. Weil ein Mechaniker, ein normaler Schlosser, wird es immer reparieren können. Was bei der heutigen Elektronik irgendwann nicht mehr gegeben ist. Weil manche Bauteile nicht mehr produziert werden, beziehungsweise die Unterhaltung wird immer komplexer. Komplex ist der Bahnbetrieb im wenige Kilometer entfernten Tattendorf nicht. Der Zug aus Richtung Wien ist angekündigt.
Das Einfahrsignal wird gestellt. Der Triebwagen ist auf der Zielgeraden und das Einfahrsignal wird wieder zugemacht. Christian Fröch nimmt den Zug in Empfang. Er ist hier der Geschäftsführer. Das heißt, er hat die Aufsicht über den Fahrbetrieb. Entschleunigung könnte man das nennen. Auch ein paar Worte mit dem Lokführer sind noch drin. Der Betrieb läuft gut und sicher. Die Aspernbahn gehört hier noch zu einer anderen Eisenbahnwelt. Es ist die Mechanik, es ist das Flair, das ist wie eine Familie, eine große Familie sind wir da. Auf der Strecke, alle miteinander, gutes Einkommen, mit den Lokführern immer Tratschall, mit den Reisenden immer, die kennst jeden persönlich. Also wie gesagt, nicht vergleichbar ist mit großen Bahnen, die Massen sind. Also ich liebe das hier, wie gesagt, ich möchte mit nichts tauschen. Das ist mir Geld nicht zum Aufzuwiegen. Sicherheit ist oberstes Gebot. Und ein bisschen hat die moderne Technik schon Einzug gehalten. Attendorf? Es kommt Attendorf um 42. Jawohl, bitte. Jeder Zug wird schriftlich festgehalten. Sogar ein alter Wasserkran ist noch erhalten. Hier lässt es sich leben. Ich habe einen grünen Daumen. Ich liebe das in Gartenarbeit, Pflanzen, Blumen, alles Mögliche. Und ich muss sagen, wir haben da das Glück, das ist ein Privater, was uns da die Pflanzen da gesetzt und hergestellt hat. Und gebeten, weil es so viel hat quasi. Und gebeten, ob wir da gießen tun. Und das tut man natürlich wahnsinnig gern. Und wir freuen uns, wenn wir dann die Früchte haben. Natürlich können auch Reisende dann zugreifen. Wir werden es darauf aufmerksam machen. Der Ostrand der Alpen mit Rax und Schneeberg ist vom Zugfenster aus zu sehen. Wir nähern uns langsam Wiener Neustadt. Die Aspernbahn ist wieder auf die Hauptstrecke eingebogen. Der internationale Verkehr rauscht an uns vorbei. Der Triebwagen Baureihe 5047 kommt in Wiener Neustadt an. Für ihn ist hier erst einmal Endstation. In Wiener Neustadt sind noch viele der Triebwagen unterwegs, denn es gibt einige Nebenstrecken, die von hier aus zu bedienen sind. Der Bahnhof war schon immer ein wichtiger Verkehrsknoten. Nicht nur wegen der Nebenstrecken. Wiener Neustadt war und ist eine wichtige Industriestadt. Bereits 1841 kam die Eisenbahn nach Wiener Neustadt. Seitdem ist die Bedeutung des Bahnknotens stetig gewachsen. Inzwischen gibt es hier rund 700 Zugfahrten täglich. Wir folgen einem der Triebwagen von der Aspernbahn ins Bahnbetriebswerk. Ein Blick auf die Südseite des Hauptbahnhofs. Gleich zwei der Triebwagen sind unterwegs. Die Gleise links führen zum Semmering über die Alpen. Die Gleise rechts gehen Richtung Ungarn und zur Aspernbahn.
Ein seltener Anblick. Ein Triebwagen fährt auf eine Drehscheibe. Die 5047er passen gerade so drauf. Peter Forstner hat jahrelange Erfahrung. Alles kein Problem. Eigentlich ist eine Drehscheibe zum Wenden von Dampflokomotiven gedacht. Doch hier leistet sie als Verteiler auf den Ringlokschuppen immer noch gute Dienste. Auch Thomas Schmidt hat viel Routine bei diesem diffizilen Manöver. Man hört es eigentlich, jede Achse, die über auf die Drehscheibe fährt, man hört es und man spürt auch den leichten Schlag. Also es ist nur ein bisschen Gefühl notwendig, dann kann man das. Für einen Lokführer war schon immer das wichtigste Werkzeug, das wichtigste Instrument, der Sessel. Der Sessel und sein Hintern. Da hat der Lokführer alles gespürt, was er spüren muss. Hier im Lokschuppen wird nun fast alles gewartet, was mit Diesel fährt. Es werden zurzeit 30 Dieseltriebwagen der Marke 5022 betreut, 40 Triebwagen des Typs 5047 und Lokomotiven 2016, alles was da anfällt. Also alles, das in der Nähe herumfährt, wird hier bearbeitet. Die Größe der Werkstatt vermittelt sehr gut, wie wichtig Wiener Neustadt für den Bahnbetrieb ist. Wir waren eigentlich der größte Knotenpunkt mit Nebenstrecken in Österreich. In beiden, in alle Richtungen haben wir können fahren und haben pro Tag ca. 26.000 bis 27.000 Schüler und Reisende am Bahnhof Wiener Neustadt. Das ist ein richtiger Knotenpunkt. Allerdings hat sich inzwischen die Arbeit der Lokführer sehr verändert. Wir sind die Züge meistens bis zum Endbahnhof gefahren. Wir sind bis Graz gefahren, regelmäßig mit den L-Zügen. Und umgedreht und wieder raufgefahren. Gegenüber heute fahren sie ein Stück oder steigen runter. Also früher waren die Dienstschichten länger. Es war nicht so bequem, so wie heute mit den klimatisierten Fahrzeugen. Aber es war für uns eine schöne Fahrt. Wiener Neustadts Geschichte ist lang. Im Mittelalter wurde die Stadt als ein Bollwerk vor Wien gebaut. Die Häuser wirken alt, doch sie sind meist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Die Stadt war fast völlig zerstört worden. Franz Piribauer beschäftigt sich schon lange mit der Geschichte seiner Heimatstadt. Vor allem ihre Gründung war damals ungewöhnlich. Wiener Neustadt ist nicht aus einer Siedlung heraus entstanden, das ist das erste Besondere der Stadt, sondern wurde am Reißbrett konstruiert, diese Stadt. Und auch dann so gebaut. 1192 haben die Baumeister der Stadt die ersten Steine anhand dieses strategischen Plans aufgelegt und Wiener Neustadt an diesem Standort neu aufgebaut. Immer wieder stoßen Archäologen auf mittelalterliche Reste der Stadt. Über die Jahrhunderte wurden ständig neue Festungsanlagen gebaut. Lange stand die militärische Bedeutung im Vordergrund. Zeugnis davon sind die Kasematten, also Gewölbe, die als Lager- und Verteidigungsstellung der Festung dienten. Sie wurden von der Geschichte buchstäblich begraben. Es war tatsächlich wirklich unter einem Berg an Erde und Material verschüttet. Man konnte das, was wir heute erkennen, nicht erahnen. Man wusste es von innen, wie groß die Anlagen ist. Es sind ca. 2000 Quadratmeter Gewölbehallen, die hier unter der Erde vergraben waren tatsächlich. Und eben im Zuge dieser Revitalisierung wurde das ganze Material abgetragen. Heute sind die Kasematten Museum und hipper Veranstaltungsort. Kanonenkugeln aus den Türkenkriegen werden immer noch gefunden. Militär prägt auch heute noch die Stadt, mit der ältesten Militärakademie der Welt. Untergebracht ist sie in der alten Burg, die auch kaiserliche Residenz gewesen ist. Ungewöhnlich, eine Kathedrale ist Teil der Militärakademie. Und diese ruht nicht etwa direkt in der Erde, sie ist vielmehr auf einem Durchlass erbaut. Für die Habsburger hatte dieser Ort eine besondere Bedeutung, nicht nur militärisch.
Kaiser Maximilian I. wurde in Wiener Neustadt geboren und er ist in der Kathedrale auch begraben. Der Wasserturm steht für die Industriegeschichte der Stadt. Sie ist nicht minder beeindruckend wie die militärische. An die einst große Wiener Neustädter Lokomotivfabrik erinnert die Lok Fanny. Auch sie ist hier entstanden. Die Fabrik wurde im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört. Bereits 1842 wurde die Fabrik gegründet und sie wuchs in der Pionierzeit der Eisenbahn sehr schnell. Bald war sie eine der wichtigsten Lokomotivfabriken im Land. Bis zur Zerstörung wurden in Wiener Neustadt vor allem Rüstungsgüter gefertigt. Auch Flugzeuge und Raketenteile wurden gebaut. Wir fahren weiter auf der Aspangbahn. Ab hier wechselt die Bahnlinie vollständig ihren Charakter. Eine moderne Nebenbahnlinie mit neuen Fahrzeugen und neuester Sicherungstechnik. Auch die Landschaft verändert sich. Von den weiten Reb- und Ackerflächen geht es langsam ins Gebirge. Die Strecke führt durch kleine Orte wie Pitten. Bekannt auch wegen der an die Felswand gebaute Kirche. Jugendstilfassaden und einen verträumten Park gibt es zu entdecken. Früher wurde hier Bergbau betrieben. Daher rührte der Wohlstand. Die Strecke windet sich durch ein fast idyllisches Tal. Allerdings erzählt man sich hier eine etwas gruselige Geschichte. Die Geschichte vom Türkensturz. Während der Türkenkriege im 16. Jahrhundert soll ein Mädchen von feindlichen Reitern verfolgt worden sein. Sie rannte auf den Abgrund zu, sprang aber noch zur Seite und überlebte. Die Reiter aber stürzten in die Tiefe. Landwirtschaft prägt nun das Bild der Gegend. Und bald ist der frühere Endpunkt der Strecke erreicht. Aspang. Knapp 2000 Menschen wohnen in dem Städtchen, das einst das Ende der gescheiterten Magistrale Wien-Thessaloniki gewesen ist. Als Ausflugsort aber wurde Aspang für die Wiener ein wichtiges Ziel. Und so waren die großspurigen Pläne, die etwas kläglich endeten, bald in Vergessenheit geraten. Ab 1910 war Aspang nicht mehr Endstation. Es ging weiter über das Wechselgebirge. Weitere Nebenstrecken schlossen sich an. Und wenn man viel Geduld hat und öfter umsteigt, dann wird man es auch über die Aspangbahn von Wien nach Thessaloniki schaffen.